Sie sagten, Sie mussten Ihre Uhr zerstören. Ja. Würde es Ihnen was ausmachen, das zu schildern nochmal? Nein, das kann ich. Ich saß also in Dubai im Cockpit. Nehmen wir an, das ist mein Cockpitsessel hier. Der Mahmoud saß auf einem Notsitz, der hinter dem Kapitänssessel war. Und ich saß in etwa so hier, schaute da raus. Und plötzlich stierte er auf mir eine Uhr und sagte, was für eine Uhr ich hätte. Und da habe ich meine Uhr so genommen, ja, meine Uhr ist das. Und sagte, da ist ein Judenstern drauf. Und da habe ich die Uhr genommen und gesagt, wieso ist da ein Judenstern drauf? Das ist ein Judenstern. Und da habe ich mir die Uhr mal etwas genauer geguckt. Und das ist eine Junghansuhr gewesen. Die hat mir meine Frau damals ein, 2 Jahre vorher geschenkt. Ich glaube zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht mehr. Und es ist so, diese Firma Junghans hatte ein Zahnrad als Firmensymbol mit einem J da drin. Nur bei kleinen Armbanduhren, da konnte man kein Zahnrad machen, weil man die Rädchen ja nicht sehen konnte. Da hat man das Zahnrad stilisiert und hat so ein fünfzackiges Zahnrad da reingemacht. Sieht aus wie ein Davidstern mit einem J drin. Gut, man kann es so, konnte es so interpretieren, nicht? Und das hat er dann getan. Musste ich ihm die Uhr geben. Dann ist er mit der Uhr durch die Kabine gelaufen und hat jedem Passagier die Uhr gezeigt. Hat gesagt: Ihr Copilot, hier hat eine jüdische Uhr, könnt ihr doch sehen, da ist ein J drin. Ja, die meisten Leute haben mit dem Kopf gehen, die konnten, das ist so klein gewesen. Und er ist ja wie ein Stehaufmännchen durch die Kabine rauf und runter gelaufen, hat gesagt: Der Copilot hat eine Judenuhr, der Copilot hat eine Judenuhr. Die haben alle nur genickt, gesehen haben die das ja gar nicht. Nicht? Ja, und dann hat er gesagt, du, jetzt wirst du erschossen, du hast eine Uhr mit einem Judenstern. Ja, da habe ich mich dann und ich musste mich dann in die Kabine stellen und da hat er sich vor mich gestellt, hat die Pistole auf meinen Kopf gehalten und hat er gesagt, so, du wirst jetzt erschossen. Und das habe ich gesagt, ist in Ordnung. Na gut, gesagt, das ist in Ordnung, das habe ich nicht, aber ich habe dann eben gestanden und habe gesagt, das ist keine jüdische Uhr, das ist eine deutsche Uhr. Und da merkte, und ich war sehr standhaft, dass ich das sagte. Und in dem Moment war es mir auch egal, wenn er mich erschossen hätte, hätte er das tun können. Ich habe da also nicht geschrien, ich habe zwar gebeten, ich habe immer wieder gesagt, es ist keine jüdische Uhr, es ist eine deutsche Uhr. Und da kam er wohl doch Zweifel. Und ich merkte das Zögern, dann hat er die Waffe wieder runtergenommen, hat gesagt, dann zerstör diese Uhr. Und hatte die Uhr auf den Teppich, auf den Kabinenfußboden geworfen und hat gesagt, ihr sollt sie zerstören. Und bin ich dahin und bin also wie ein im Falztanz auf dieser Uhr drauf rumgetreten, aber unten war dieser Kabinenteppich und ich hatte meine Winterstiefel mit der dicken Kreppsohle schon an und wo sollte sie zerstören, die ging aber nicht kaputt. Und das sah er dann auch, dann hat er sie hochgenommen und wir haben im Cockpit eine Crash-Axt. Das ist eine Notaxt für, wenn mal ein Unfall passiert, dass wir eventuell die Cockpittür ausschlagen können oder was immer, wozu man eine Axt gebrauchen kann. Die hat er genommen, hat dann die Uhr aufgehoben und hat sie auf einen Sitz gelegt und zerstört. Und dann fiel das Werk raus und dann war nur noch das Armband mit dem äußeren Ring der Uhr da und er hat gesagt, so als Andenken kannst du das haben. Das war die Geschichte mit der Uhr.